Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und freue mich heute besonders darüber, dass neben mir ein Namensvetter von mir sitzt, Dr. Christoph Lukas. Er ist Facharzt für Orthopädie mit besonderer Erfahrung in der Kinderorthopädie und auch in der Sportorthopädie. Außerdem hat er, wie ich, einen Info-Videokanal Sportorthopädie Dr. Lukas, den es zu besuchen lohnt. Und natürlich freuen wir beide uns über einen Daumen hoch und ein Kanal-Abo. Aber wenn er nun schon mal aus Bietigheim bei mir zu Gast am Bodensee ist, frage ich ihn doch gleich einmal über ein häufiges kinderorthopädisches Thema aus. Rückenschmerzen sind ja bei Erwachsenen recht häufig. Kommen denn zu dir als Orthopäden auch Kinder und Jugendliche mit Rückenschmerzen? Ja, natürlich, da ich ja auch viel Kinderorthopädie mache, kommen viele Kinder zu mir in die Praxis. Und man muss sagen, die Rückenschmerzen bei Heranwachsenden nehmen mehr und mehr zu. Es gab eine große Studie vom Robert-Koch-Institut, die hat gezeigt, dass mehr als 3/4 der befragten 18.000 untersuchten 11- bis 17-jährigen Kindern in den letzten 3 Monaten vor der Untersuchung Schmerzen hatten. Über die Hälfte davon Rückenschmerzen. Das sind meiner Meinung nach dramatische Zahlen. Allerdings. Und was steckt dahinter? Warum haben die Jugendlichen diese Rückenschmerzen? Ja, als Hauptgrund ist leider, wie auch bei den Erwachsenen, unser Lebensstil zu nennen. Mit viel zu wenig Bewegung, den Sportvereinen fehlen die Kinder, das Elterntaxi bringt die Kinder zur Schule, der Sportunterricht wird gecancelt. Auch zu viel Medienkonsum spielt eine ganz wichtige Rolle. Die gebückte Haltung am Handy hat inzwischen sogar ein eigenes Krankheitsbild, den Handynacken, hervorgebracht. Beim übermäßigen Sitzen kommt es oft noch dazu, dass die Sitzhaltung selbst suboptimal ist. Die Schulmöbel oder der Stuhl zu Hause passen von der Größe her nicht zu dem Kind oder zum Jugendlichen. Auf der anderen Seite sehe ich als Sportmediziner aber auch viele junge, hochaktive Sportler mit Rückenschmerzen. Hier ist eher das Problem, dass bei den jugendlichen Körpern, vor allem im Rückenbereich, noch viele Strukturen weich sind und verletzlich sind. Und man bei dem hochintensiven Training dann die Belastung und die Belastbarkeit nicht mehr richtig zueinander abgestimmt hat. Hat dann jedes Kind mit Rückenschmerzen einen Bandscheibenvorfall und braucht man jedes Mal gleich ein MRT? Als ich noch junger Assistent war, haben wir in der Tat noch gelernt, dass jedes Kind mit Rückenschmerzen eine Bildgebung braucht, weil immer ein struktureller Schaden vorliegen sollte. Die Lebensstiländerungen habe ich erwähnt. Dadurch gibt es leider auch inzwischen sehr viele funktionelle Rückenschmerzen bei Kindern, also ohne strukturelle Ursache. Das ist auf dem Vormarsch. Trotzdem ist man bei Kindern und Jugendlichen großzügiger mit der Bildgebung, weil es einfach häufiger auch strukturelle Schäden gibt. Und weil es aufgrund der verletzlichen, weicheren Strukturen eben häufiger auffällige Befunde gibt oder auch angeborene Fehlbildungen, die man ausschließen will. Insbesondere bei leistungssportlich aktiven, trainierten Kindern mit Rückenschmerzen sollte man frühzeitig Bilder machen, da hier der Bewegungsmangel und die fehlende Muskulatur als Ursache eigentlich ausscheidet. Und was für Probleme haben dann die Kinder? Das häufigste ist, wie bereits erwähnt, der Bewegungsmangel, also eine unterentwickelte Rumpfmuskulatur, auch einseitige Belastung, wenn man zum Beispiel den Schulrucksack immer auf der gleichen Schulter trägt oder schlechte Sitzmöbel, hatte ich auch schon erwähnt. Zudem kann es dadurch eben zu Fehlhaltungen kommen. Bei den Sportlern kommt es auch auf die Art der Sportart, auf die Belastung an. Turner oder Tennisspieler, die oft in die Überstreckung gehen, neigen zu Spondylolysen oder auch zu Spondylolisthesen, also dem Wirbelgleiten. Bei vornübergebeugter Haltung, also zum Beispiel die Eiformhocke beim Skirennfahrer, kommt es eher zu Kyphosen, also zu einer Buckelbildung in der Brustwirbelsäule. Hockeyspieler oder ähnliche haben oft eine einseitige asymmetrische Rückenmuskulatur, weil sie immer die gleiche einseitige Körperhaltung beim Sport haben. Auch nicht vergessen darf man in dem Zusammenhang die Skoliosen, also S-förmige Verformungen der Wirbelsäule, die man gezielt behandeln muss. Aber hier muss klar sein, dass die Fehlbildung, die Skoliose im Wachstumsalter eigentlich nicht mehr oder weniger Rückenschmerzen macht als ein gerader Rücken. Verletzungen bis hin zum Wirbelbruch sind beim Heranwachsenden durch die weniger belastbaren Strukturen auch häufiger und sollten auch nicht übersehen werden. Und als letztes darf man nicht vergessen, dass auch Kummer oder Sorgen, psychische Probleme zu Rückenschmerzen führen können. Und was macht man dann therapeutisch bei Kindern bei Rückenschmerzen? Wenn man eine strukturelle Ursache findet, dann muss man natürlich gezielt diese Ursache behandeln. Das lassen wir heute weg, das würde den Rahmen sprengen. Bei den unspezifischen funktionellen Rückenschmerzen gilt als Erstmaßnahme Bewegung.
Das muss gar nicht so viel sein. Es müssen keine stumpfen, langweiligen Rückenübungen sein, die natürlich auch nicht schaden. Aber jede Art der Bewegung tut gut. Da sollte dann richtig Sport dabei sein, dass die Kinder auch mal ins Schwitzen kommen. Eventuell muss man auch mal Krankengymnastik verschreiben, dass sie gezielt ein Übungsprogramm erlernen, das sie dann selber machen können. Also nicht nur passiv massieren lassen, sondern aktive Gymnastik. Die Kinder und die Jugendlichen müssen selber was tun. Wichtig ist auch, dass man präventiv schaut, dass der Schulrucksack ergonomisch an den Rücken angepasst ist. Das Gewicht ist da gar nicht so wichtig, wie viele Kilos die tragen, sondern es muss zum Rücken passen. Das Gleiche gilt für die Sitzmöbel. Die Schuleinrichtung kann man natürlich nicht so gut beeinflussen, aber zu Hause sollte man gucken, dass man nicht auf dem Sofa lernt, sondern vielleicht einen vernünftigen Schreibtischstuhl zum Lernen hat. Und hier muss man sich eventuell mal vom Experten beraten lassen. Das Letzte, auch immer wichtiger, ist, dass man mit dem Medienkonsum haushalten sollte und das Handy lieber mal weglegen sollte und vielleicht das stattdessen den Fußball in die Hand nimmt. Ja, aber mir ist noch wichtig zu erwähnen, dass auch die Eltern mit ihrer Vorbildfunktion eine ganz wichtige Rolle spielen. Wenn eine Mama oder ein Papa dem Kind sagt, geh in Sport, aber selber macht man überhaupt nichts, ist es sicher schwieriger, ein Kind entsprechend zu motivieren. Deshalb auch der Appell an die Eltern, entsprechend, was den Bewegungsmangel angeht, dem Kind vorzumachen, wie man es besser macht. Unbedingt. Ich habe mir sagen lassen, dass auch im Erwachsenenalter gelegentlich Rückenschmerzen vorkommen. Danke dir.